Heute bei Was ist los zu Gast? Viele kennen ihn vom Radio, vom Club. DJ Chili, freut mich, dass du da bist. Hello, thank you for, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein bei Was ist los? Genau, also ihr hört es ja schon. Badisch ist jetzt nicht meine Muttersprache. Nein, gar nicht. Nee, aber freue mich trotzdem, dass du da bist. Danke für die Einladung. Beheimatet in Mannheim, ja. Waghäusel, mittlerweile in Baden. Mhm. Wo du herkommst, was du machst, für die Leute, die ich nicht kenne, werden wir auch zu sprechen kommen. Aber für mich, sage ich jetzt mal, kam man eigentlich nie an dir vorbei, wenn man Big FM gehört hat, wenn man im Club unterwegs war. Mhm. Ja. Ja, für dich war es ja eine Zeit, ich sage es mal so, du bist Ende der 80er Jahre nach Mannheim gekommen. Ja. Erzähl mal da ein bisschen was. Ich meine, gerade auch die Umstellung von Amerika nach Deutschland, stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Wie war das da für dich? Ich muss dir erstmal eine Geschichte erzählen. Mein erster, sag mal, Eindruck von Deutschland, bevor ich gekommen bin, ich habe gedacht, dass hier alles war so grau und von der Zweiten Weltkrieg alles ausbombardiert und so, kein Strom. Das war meine Vorstellung. Ja, ja. In Amerika, du lernst es in der Schule. Ja, yeah, Amerika ist Baba, in Deutschland Zweiter Weltkrieg und du weißt, du findest alles dreckig und so. Und das war meine Vorstellung, bevor ich hier kam. Und ich wollte eigentlich nicht nach Deutschland kommen, weil ich war dann derzeit in der US Army und ich habe Orders zu bekommen, zu sagen, hey, das muss nach Deutschland. Ich habe wirklich ohne Witz, ich habe geweint. Ich habe gesagt, bitte, okay. Bitte nicht nach Deutschland kommen. Dann natürlich bin ich 1985 nach Deutschland gekommen, September 85. Und ich bin hier gelandet, in Mannheim gelandet, oder in damals Rhein-Main Air Base in Frankfurt dort gelandet und bin nach Mannheim gekommen. Und ich habe Licht geschrieben. In der Zeit war dieser Mainmarkt, wie heißt es da? Volksfest, mein Marker. Und die Tradition ist, wenn ein neuer Soldat kommt, die ganze Truppe, die gehen in die Stadt, in die Fest und die Drink Party, bla bla bla. Das war meine Welcoming Party. Und hast dich gleich schon mal wohl gefühlt. Und 30 Jahre später bin ich immer noch da. Also. Obwohl meine erste Vorstellung war schon weg. Mhm. Aber war es für dich schwer anzukommen? Ich meine, klar, so gerade wenn man dann so empfangen wird und dann in Deutschland noch nicht alles so ganz grau ist, wie vielleicht in der Schule in Amerika, war es trotzdem schwierig? Ich meine, klar, andere Sprache, aber wenn man da in der Base ist, da wird ja trotzdem Englisch gesprochen, aber wie war das für dich so? Ja, weil derzeit, ich habe, wie gesagt, wie du gesagt hast, meine meiste Zeit habe ich mit Amis verbracht. So, ich habe natürlich mehr nur Englisch gesprochen, aber ich habe auch in der Stadt, also in Clubs und so, ein paar Leute kennengelernt und ich habe ein bisschen von der Sprache zur Kleinigkeit, bitte und ein Bier bitte, die ganze, wo ist der Bahnhof, die ganze simple Sache gelernt. Und ja, natürlich durch die Clubs habe ich auch ein bisschen mehr Wörter gelernt und so. Und, und ich habe ein bisschen mehr nach dieser European Lifestyle adaptiert und so und es hat mir sehr gut gefallen. Was ist denn der European Lifestyle für einen Amerikaner? Die Mentalität zuerstens. Die sind mehr free thinking, more liberal hier in Europe wie in Amerika. Sind, meiner Meinung nach ist Amerika ein bisschen mehr konservativ. Meiner Meinung. Hier ist ein bisschen mehr offen, mehr liberal. So, perfekte Beispiel ist, als ich hier kam, kannst du in McDonald's ein Bier kaufen, das war in der Zeit. Oder auf der Straße trinken, ne? Und auf der Straße Bier trinken, natürlich in Amsterdam, du kannst was rauchen, diese ganze Mentalität. Und ich gehe in die Tankstelle, ich sehe nackte Frauen in the Magazines und so. Es wird nie in Amerika geben, nie. Okay. Und das ist nur Kleinigkeit, das ist nur ein kleines Beispiel, aber wie gesagt, nur einfach nur die Mentalität und alles wird nachgefunden. Also sind die auch ein bisschen entspannter? Ja, würde ich sagen. Von meiner Meinung nach, ja. Ich meine, du kommst eigentlich ursprünglich aus New York. Aus Brooklyn, New York. Genau, und woher kam bei dir die Liebe zum Hip-Hop? Ich meine, wenn man in New York aufwächst, automatisch mit Hip-Hop irgendwie
vertraut oder da stolpert man ja eh oft über Hip-Hop oder über die ganze Kultur, über den Lifestyle. Aber wie kam es bei dir zur Liebe von Hip-Hop? Ich habe die Privilege, das Glück gehabt zu haben, dass ich war in New York, als Hip-Hop geboren ist. Und ich war dabei, ich war mittendrin, als alles sich entwickelt hat mit Sugar Hill Gang, mit Curtis Blow. Ich war wirklich dabei. Ich habe nicht das Buch gelesen oder was gelernt und so. Ich war wirklich mittendrin. Und für uns ist es einfach nur Hobbymäßig. Wir haben so Breakdance, ist nicht selber Breakdance, aber die Leute Breakdance, ja, Graffiti, Scratch und Mixing, Rapping. Das war einfach nur Straßenkunst. Das war der Alltag. Ja, yeah, das war, was haben wir unsere Zeit verbracht hat. Und in der Zeit, keiner hat gedacht, dass das wird so groß, wie es heute jetzt ist. Und ja, und wir haben einfach nur, bei damals, in der Zeit, als junge Schwarze, kann ich sagen, wir haben wenig Möglichkeiten. Entweder Sport oder Musik oder nicht so viele Möglichkeiten. Und mein Ding war Sport, American Football, mein Lieblingssport, und Musik. Dann hab ich angefangen zu rappen. Wir haben so kleine Neighborhood Crew geformt und so. Wir haben ein bisschen Battles gemacht mit anderen Leuten. Und dann habe ich die Turntables entdeckt. Und seitdem war ich verliebt. Und dann hast du immer weitergemacht und wurdest dann irgendwann halt auch richtig gut, ne? Und ich war 15 Jahre, 15 oder 16 Jahre alt. Es gab damals eine Hip-Hop-Group, das heißt Fearless Four. Und die haben eine Show in Brooklyn gemacht. Die war der Opening Act für eine neue Up-and-Coming Group, das heißt New Edition. New Edition, und nicht New Edition, sondern R&B Legends. Und die haben Opening für New Edition. Und Fearless Four had a DJ, das heißt Crazy Eddie. Und Crazy Eddie had the Aftershow gemacht. Und es war so ein großer DJ-Booth in Glas und so. Und er hat so mixed und cut und scratch. Und es war, ich habe angeschaut und ich habe gesagt, ich will so sein wie er. Das würde ich machen. Okay. Und es war einfach nur total begeistert. Geflasht. Er die ganze Party gerockt hat und die ganze Crowd animiert und so. Ich habe gesagt, das ist mein Ding. Kommen wir nochmal zurück zur Stationierung, wo du dann in Mannheim warst, dann sage ich jetzt mal. Mhm. Wie sieht da so ein Alltag aus, wenn man in Deutschland stationiert ist? Was macht man da den ganzen Tag? Ich meine, klar, da hast du ja bestimmt auch ein bisschen Party gemacht als DJ mit deiner Soldaten, sage ich jetzt mal. Aber ja, wie sieht so ein Alltag aus als stationierter Amerikaner? Was? Einfach nur, ich meine, die meisten Leute, die kommen hier 2-3 Jahre, die machen den Dienst und gehen nach Amerika und das war's. Und der Alltag ist einfach nur so, die Arbeit natürlich, Wochenende Party, wenn du Familie hast, mit der Familie unterwegs oder Singles, die gehen in Clubs oder Reisen und so oder mit Freundinnen, Freunden so und ja, Partys und Party and Bullshit, dann geh heim. Okay. Ja. Ich kenne es ja auch oft. Ich bin ja auch im Basketball aktiv. Mhm. Da ist es ja auch so, die kommen, machen Sport. Ja, wir haben auch viel Sport gemacht. Ich war auch auf unserem Unit Baseball Team, unser Basketball Team und Football Team. Okay, also. Und Sport, ja, Sport und Musik waren meine Free Time Activities. Also war es auch eine tolle Zeit. Ja, es war sehr, sehr toll. Und zum Glück gibt es jetzt Facebook und die ganze alte Soldaten, wir haben uns wieder gefunden. Wir haben so ein Facebook-Group und ja, es ist wirklich, wirklich schön, mit den Old Soldiers wieder so Kontakt zu haben. Okay. Ja, DJ Chili E, kommt der Name Chili von gechillt oder vielleicht von scharf, von Chili oder wo kommt jetzt der Name genau her? Ich meine, das I wird von deinem Vornamen Eric kommen, ne? Genau. Aber das Chili? Chili ist einfach von gechillt. Das heißt, es gibt auch eine Geschichte. Damals, meine Jungs in Brooklyn, die waren ein bisschen, should I say, crazy. Die haben so crazy Sachen gemacht. Und ich war nicht immer dabei, als die Sachen gemacht haben. Weil, die meisten haben gedacht, ich habe Angst von der Polizei, aber ich habe Angst vor meiner Mutter. Wenn meine Mutter ist erwischt, dass ich sowas mag, bekomme ich was richtig. Und meine Jungs haben gesagt, hey, yo, du bist zu chill, man, du bist chilly. Und von daher bekam diese Chili, was ich immer so laid back, relaxed. Nein, das mache ich nicht, ich bleibe hier in meinen Ecken, so meine Safe Zone. Und so kam der Name Chili. Und okay. Es bleibt bei mir seit Jahren. Ja, klar.
als DJ, da muss man auch immer offen sein für Neues. Ja. Gerade wenn man im Club spielt, ne? Mhm. Oder auch im Radio, breite Masse. Dann kann man nicht immer nur das spielen, was einem selber gefällt. Ja, ganz genau, klar. Genau. Wie siehst du persönlich die Entwicklung von Hip-Hop, gerade wenn man jetzt sieht, gerade das, was die Leute jetzt feiern, das Trap, Autotune, ich meine, es gibt immer irgendwelche Entwicklungen, aber wie siehst du die Entwicklung von Hip-Hop oder Rap gerade? Ich würde sagen, als DJ muss man open-minded sein. Sowieso. Das auf jeden Fall. Wie du gesagt hast, ich kann nicht im Club gehen und spielen nur die Musik, was mir gefällt, weil dann verlierst du das Publikum sofort. Und natürlich, ich habe mein Ohr immer auf die Straße. Ich gucke mal die Charts, was die Leute hören, so, dass ich meine Programm zu den Leuten catern kann. Und so mag ich es. Ich meine, die neue Musik ist vielleicht nicht mein Geschmack persönlich, aber darum geht es nicht. Ich bin DJ, um die Leute zu hat alles seine Daseinsberechtigung, ne? Ja. Und du warst natürlich sehr, sehr viel unterwegs. Ja. Als DJ, nicht nur im Radio, sondern sehr, sehr viel im Club. Ja. Nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa, weltweit. Ja, wo feiern denn die Leute am besten? Ich meine, kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber... Das ist schwer zu sagen, wer am besten feiert. Ich kann sagen, dass die Leute anders feiern, wie zum Beispiel Deutschland, ich war in Italien, ich war sogar in Abu Dhabi und Dubai, ich war in Polen, ich war überall. Und die Leute feiern einfach anders. Ich kann nicht sagen, die feiern besser als die, aber die feiern einfach anders. Was ist denn so der Unterschied zum Feiern? Ist das eher nur irgendwo exzessiver oder wilder oder trinken sie irgendwo mehr? Oder was ist denn da der Unterschied? Ich merke zum Beispiel in Deutschland, in den kleinen Städten, die sind mehr sozusagen dankbar, dass die so ein große Act kommen in der Stadt. In den großen Cities, die feiern nur, klar, die feiern schön, aber es ist mehr einfach nur ein bisschen mehr Oberfläche, sozusagen. Ein bisschen mehr Mainstream. So, okay, we know it, we're used to it, it's alles gut. Aber die kleinsten Städte, die sind mehr hässlich, sozusagen. Da haben wir nicht so viel Auswahl, ne? Und da ist man dann, wenn dann der Chili kommt, dann ist dann das ganze Dorf sozusagen. Ja, das kann man sagen. Ganze kleine Stadt, ne? Ja, genau. Jetzt unabhängig von Corona merkt man, dass sich das Weggehverhalten oder das Partyverhalten der Leute in den letzten Jahren unabhängig von Corona geändert hat? Oder wie hat sich es geändert? Ja, ich meine, für mich selber als DJ, weil ich habe auch ein bisschen, ich habe sehr viel Angst wegzugehen und ich versuche es zu vermeiden, so große Sachen zu machen, weil ich muss auch auf mich aufpassen und ich bin auch nicht mehr der Jüngste und ich bin auch Hochrisiko-Kategorie. So. Und ja, every day ist was Neues. Ein Tag ist gut, ein Tag ist schlecht. Und, ja, dadurch, natürlich, die Leute haben immer Angst und alles wird kontrolliert und so. Und es macht keinen Spaß. Mhm. Das alles muss kontrollieren, das passt schon. Natürlich, die Leute hat Lust zu feiern. Ja. Aber du musst durch hier gehen, durch das gehen, durch das ganze Levels zu gehen, einfach nur zu Party, es bringt das Spaßlevel ein bisschen runter. Aber hat sich das Feiern vor Corona jetzt in der Zeit, ich meine, von 2010 bis 2019, hat sich da was groß verändert? Ja, erstmal. Ich meine, das Ding ist, die Leute. Vor Corona, meinst du? Ja, vor Corona, das hat sich ja alles immer. Dann kam Streaming mit dazu, man merkt es selber gerade. Gerade beim Hip-Hop, da hat sich das alles verändert. Es gab keine Jams mehr, wie es jetzt früher gab, es die klassischen Hip-Hop-Jams. Aber wie hat sich das beim Party gemacht? Gab es da auch irgendwelche Sachen, wo es sich geändert hat? So? Weil du siehst das sehr viel als DJ. Well, zwei Dinge hat die Party-Szene geändert. Erstmal die Musik hat sich geändert. Klar. Und die Technik, die Technical Aspekt. Weil damals, also in den 2000er so, ein DJ muss einfach Skills haben. Also DJs Platten getragen haben, du musst einfach Skills haben. Heutzutage nicht gegen die DJs heutzutage, aber ehrlich gesagt, jede Person mit einem Computer, Laptop und einem Knopf, also Sync-Knopf, kannst du DJ nennen und hat die selbst gebauten Mixer. Ja. Und das ist der Unterschied. Und, von daher hat sich was geändert. Da werden wir auch noch gleich noch mal ein bisschen dazu sprechen kommen, aber kann man denn ungefähr sage,
wie viele Shows du schon gespielt hast in deinem Leben? So. Oh, jetzt kann ich es mir sagen. Mit Hunderten, hundreds of Shows. Jetzt kann ich nicht mehr erzählen. Das ist, ich habe wirklich jede Wochenende unterwegs, Donnerstags, Freitags, Samstags, manchmal unter der Woche, und das habe ich jahrelang gemacht. Du hast jetzt eben schon angesprochen gehabt mit dem DJ oder mit der Technik. Legst du manchmal auch noch mit Platten auf oder nur noch digital? Ich meine, klar, das ist alles ja, relativ einfach geworden, weil jeder einfach seinen Laptop, seinen Controller, seinen Mixer, seine CDJs oder auch 12-10er und genau, Dings drauf, aber ja, legst du manchmal noch mit Platten auf? Ja, ich bin straight old school. Ich lege nur mit Platten auf. Natürlich mit meinem Serato-System, aber mit Platten. Kein CDJs oder kein Controller. Ich brauche meine Platten. Ich brauche dieses Gefühl, dieses Feeling, das ist mein Ding mit Platten. Also aber auf jeden Fall Serato dann schon relativ früh. Ja, das Problem ist natürlich, heutzutage es gibt keine neuen Platten mehr, Schallplatten mehr. Alles ist digital, so alles läuft einfach nur durch. Kommt aber schon wieder mehr, also dass viele Künstler auf Platten releasen. Wenige Singles, aber Alben kommen ja echt noch wieder mehr auf Platte, ne? Ja, das stimmt auch. Aber die neue Sache, viel neue Sache, was man braucht für die Clubs und so, was man für digitale Form runterladen. Wie viele Platten hast du denn daheim? Kann man das? Wo du meinen Keller siehst? Ja. Von Wall to Wall, Floor, Top to Bottom, Wall to Shop. Über die Jahre, das muss man überlegen, seit über 30 Jahren habe ich Platten gesammelt. Ich habe nur Platten in Amerika bei meinem Schwester im Keller. Ich habe bei mir im Keller Tausende von Platten. Von Platten. Und, wenn du was suchst, findest du die dann auch? Ich habe meine Ordnung, ja, ich weiß, wo alles ist. Ich weiß genau, wo alles ist. Ich kann jetzt sagen, hey, das Platten, okay, ist in dieser Area. Okay, du hast das sozusagen vor dir? Yes. Es hat lange gedauert, aber ich habe alles sortiert. Wie oft ist dir passiert, dass der Mixer oder der Laptop abgekackt ist beim Auftritt? Ich habe mir, ehrlich gesagt, zweimal richtig abgebrochen. Das war bevor mein erster Laptop, das war ein sorry Dell, aber es war ein Dell-Laptop und es war mittendrin, es war in Bonn, im Club in Bonn. In the middle of the party, Showtime, blah, 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 auf einmal, die Laptop einfach kaputt gegangen. Ich dachte, was ist los hier? Und natürlich hat gedauert, dass es wieder Reboot. Yeah. Und die Leute, buh, 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 aber mittlerweile habe ich das Mikrofon genommen und habe ein bisschen Freestyle gemacht, dass die Leute ein bisschen animiert, bis mein Laptop hochgegangen bin. Aber seitdem habe ich immer so ein Plan B, so immer Emergency CD und ein Backup Laptop. So. Ja, aber da habe ich meine Lesson gelernt. Ja, das ist, da bleibt einem das Herz mal stehen, ne? Wenn da nichts mehr. Ich habe nicht gewusst, was los ist, aber da vielleicht Club ist der Strom ausgefallen, aber es war alles lang an meinem Laptop. Okay. Und mittlerweile Apple wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Yes. Das ist Pflicht. Seit ich mein Mac habe, nie passiert. Nie passiert. Du produzierst auch selbst Musik? Ja, nicht so viel, aber ich hab mit meinem Co-Producer zusammen Musik produziert. Okay. Kommt da demnächst wieder irgendwie was? Oder ist was geplant mal wieder? Irgendwie eine neue Single oder irgendwas? Ich habe was geplant. Demnächst mit meinem Homie Chevis Kimber. He's mittlerweile in Texas, in the United States. Shout out to my man, Chevis. You know what's coming soon, homie. And yeah, so Anfang nächstes Jahr kommt was Neues von DJ Chili featuring Chevis Kimber. Okay, dann auch wieder irgendwas Clubmäßiges natürlich. Ist mehr radiomäßig. Radiomäßig. Mhm. Aber mit der Club-Remix natürlich. Okay, du hast selber auch sehr viel aufgeklickt bei BGFM. Mhm. Groove Night Radio Show. Genau. Hast du auch sehr oft Interviews geführt? Auch Interviews geführt mit anderen Rappern oder Deutschrappern? Ja, erzähl mal da irgendwie eine Story, die dir jetzt gleich irgendwie in den Kopf kommt. Irgendwie eine verrückte Story. Hast du da was parat, so was Crazy-mäßiges? Let me see. Ich habe viele Interviews gemacht. Zum Beispiel mit Lord of the Undergrounds war ich unterwegs. Ich war mit Fat Man Scoop unterwegs. Ein sehr cooler Kerl, Fat Man Scoop. Bone Crusher. Mhm. Lady Chanel, ich meine, DJ Unk, und die erzählen immer so komische Geschichten, aber I leave it top secret. Yeah. Die haben mir ein paar Sachen erzählt. Und von den Deutschen,
irgendwie, die du interviewt hast im Radio? Gibt es da irgendwas, wo du Ich sagst? habe ich hab, ehrlich gesagt keine deutsche Künstler Interview gehabt. Es war War nur dann nur meistens die Amis, die dann. aus Amerika kommen nach Deutschland. Dann habe ich die Gelegenheit, den zu interviewen. Ich Weil meine, in der Zeit war die deutsche Rap nicht so, wie es heute ist. ja, Deswegen. das ist ja das ist ein bisschen anders da. Gibt es irgendwie von dir auch einen Lieblingskünstler? Ich meine, klar, man spielt alles als DJ immer quer durch, aber gibt es irgendwie von dir auch einen Artist, wo du sagst, okay, die höre ich jetzt ganz gern privat, so. Well, wie gesagt, ich bin old school Ja. and I love R&B and I love Jazz. Ja. Das sind my two Lieblingsgenres. Ja. And my all-time favorite R&B singer heißt Alexander O'Neal. Ist von 80er. And I would love to interview him. Okay. Es singt von Herzen zu meiner Lieblingskünstler und ich würde einfach nur one-on-one interview. Einfach nur to pick his brain und einfach nur. Okay. Und von den Rappern her? Was ist da? Oh, das ist auch schwer. Schwer, gell? Das ist schwer. Das ist schwer. That's hard. I would have to say LL Cool J. LL Cool J. LL Cool J, yes. Okay. And I want to know, ich würde gerne wissen, weil er auch von Rapper, von Streets, von Queens, Ja. und jetzt ist er Movie-Star, Ja. Fernseher, Ja. überall. Und einfach nur seine Meinung, einfach so brain-picking. Okay. Erzähl mal ein bisschen was zu Tophead Radio. So, Yes. erzähl mir das ist auch ein Projekt von dir. Um was geht's da? Natürlich. Was ist da? Kann man auch alles über deine Homepage hören, aber erzähl mal da ein bisschen was über das Projekt. Yes. Okay, natürlich, ich bin bekannt durch die Biggie von Groove Night. Ich habe Klar. damals Biggie von Groove Night gebaut und ja, jahrelang habe ich daran gearbeitet und so. Und jetzt Du natürlich. warst ja die Big FM Crew, Ja, nein, ne? genau. Und ja, jetzt Biggie von Groove Night hat sich entwickelt in eine andere Richtung. Aber wie gesagt, mein Herz bleibt Old School in R&B. Und ich habe gedacht, jetzt und durch Corona, dass ich mehr Zeit gehabt habe, ich habe die Zeit genommen, meine eigene Web-Radio-Station aufzubauen. Und dadurch kommt Top Hat Radio. Und Top Hat ist eigentlich kommt von einem ehemaligen Military Club in Mannheim, Top Hat Club. Und Ah, da hieß so, okay. heißt Top Hat Club. Und deswegen habe ich meine Radiostation Top Hat Radio genannt. Weil ich habe ein paar Top Hat Events gemacht, auch die letzten paar Jahre. Und ich hab eben die Idee gehabt, meinen eigenen Radiosender zu machen. Und in meiner Vorstellung, meine Ideen und so. Und ja, dann Corona habe ich die Zeit gehabt und habe ich aufgebaut. Und jetzt läuft es super. Thank you for the listeners, weil jede Woche, ich kann die Nummer sehen, es steigt immer, jede Cool. Woche. Und jetzt habe ich mittlerweile Saturday Night Mix Show, heißt The Weekend Mixtape. Aha. Und habe Sunday Morning Jazz Show, featuring Bob Baldwin. So ist es wirklich sehr gut, muss ich Also sagen. wirklich so auch musikalisch Yes. durchweg von Jazz bis Old School Yes, bis von allem ein bisschen was dabei. the format is straight R&B and old school, and naturally Sunday Morning Jazz and Weekend Mixes. And this is my baby, my new baby. Okay, cool. Yes. Auf jeden Fall weiterhin damit viel Erfolg. Ich meine, du hast ja schon so viel erlebt als DJ, als Musiker, als ja, bist sehr viel rumgekommen. Aber gibt es irgendwie was, wo du sagst, okay, ich habe jetzt noch irgendwelche Ziele? Ich meine, wir wollen alle, dass Corona weggeht, dass wir wieder Ja. normal leben können. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt auf jeden Fall so noch erreichen oder darauf arbeite ich jetzt hin? Ehrlich gesagt, ich meine, ich habe alles erreicht, was ich vorgestellt habe. Weil damals mein größtes Ziel war, in Radio zu kommen. Ja. Dann Radio von Radio, so um Tor. Ja. Dann vom Tor habe ich gesagt, okay, mein eigener Sender. Und jetzt habe ich das. Und ich genieße die Zeit jetzt. Und ich lasse was zu mir kommen. Ich lasse ein paar Ideen zu mir kommen. Und wenn was kommt, du wirst wissen. Okay, also wirklich, mein, das mit dem Ziel darf man auch nicht dran gehen, Musik zu machen, dass man jetzt unbedingt erfolgreich werden will, aber bei dir ist ja wirklich durch die Decke gegangen damals. Ne? Ich meine, du hast ja in alle Clubs in ganz Deutschland gespielt und für uns war es auch mal ein Highlight, wenn wir unterwegs waren. Chili kommt, da weiß man. Big FM Groove Night Yes, this is Show. my baby. This is my baby. Ja, oder auch abends im Radio. Ich als, ja, als Jugendlicher
immer gepumpt und das war immer so ein Highlight, wenn man deine Stimme gehört hat, da die Musik, die du aufgelegt hast, so Dankeschön. Da kam. Das war eine coole Zeit, weil mein Homie BJ Barry, mein genau. JJC, mein ganze Jungs unterwegs. Freestyles so, dann. Und yes, genau, ja, genau. BJ Barry. Das war eine sehr coole Zeit. Ja, auf jeden Fall. Eine Frage, die ich immer am Ende zu jeder Sendung stelle, die ist auch ganz, ganz spannend wahrscheinlich bei dir. Was ist für dich Heimat? Oh, was ist Heimat? Wow. Put like this. My heart is natürlich in Brooklyn. Ja, klar. My head is in Mannheim, weil ich bin vielleicht über 20, 25 Jahre in Mannheim. Und jetzt, my home is in Waghäusel. Okay. So, I'm sehr gut verteilt. Eine Mischung von allem. Yes, yes, yes. Okay, und fühlst dich auch, wie gesagt, sehr wohl. Ich wohne jetzt mittlerweile in Waghäusel. Ich muss sagen, away from the big city, ein bisschen mehr ruhiger, ein bisschen mehr Land. Und ich genieße, ehrlich gesagt, ich genieße die Ruhe. Mhm. Nach so viele Jahre unterwegs, so viel Party, Hektik, da, in meinem Alter. Ich genieße jetzt die Ruhe. Immer mal ist ja schnell in Mannheim, man ist schnell genau. In Karlsruhe, man ist ja überall schnell. Genau. Ich meine. Und Waghäusel kann man es, glaube ich, gut aushalten. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, kommen wir auch zum Ende. Das war wirklich interessant. Es freut mich, dass du da warst. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, wirklich. Und, ich freue mich, hier zu sein. Ja, und das war auf jeden Fall mal interessant mit jemandem, der ursprünglich aus Amerika kommt und kein Badner ist und nicht so gut Badisch schwätzt. Mal. Yeah. Ich hoffe, ihr habt meine Deutsche verstanden. Ja, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber I hope you understand what I had to say. Man hat es auf jeden Fall verstanden. Und okay. Ich meine, es geht auch um Hip-Hop und da kann es auch. Genau. Ne? Genau. Also, das war Was ist los mit DJ Chili. Danke, dass du da warst. Und schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei auf seiner Homepage bei Tophead Radio. Check me out, djchili.com. Check me out, Tophead Radio, 24 hours. R&B and old school, Top Hat Radio, djchili.com, everything is right there, yo. Okay, DJ Chili, in the house, was ist los? Wir sind draußen. Ciao, ciao.